Was fasziniert Sie an Politik? Ja, mit den Menschen und für die Menschen hier im Freistaat Sachsen das Land zu gestalten und damit letztendlich auch unsere gemeinsame Zukunft. Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis? Für mich das politische Schlüsselerlebnis war die Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 am Brandenburger Tor, als auf dem Reichstag die deutsche Flagge gehisst wurde und die Wiedervereinigung damit visuell auch vollzogen war. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Mein großes politisches Vorbild ist der Kanzler der Deutschen Einheit, Helmut Kohl. Welchen politischen Gegner schätzen Sie am meisten? Ich respektiere jeden politischen Gegner, der sich mit mir in der Sache und politisch auch sachorientiert auseinandersetzt. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Am liebsten die, die gar nicht gemacht werden. Was würden Sie mit 3 freien Tagen am Stück anfangen? Ich würde gemeinsam mit meiner Frau mich auf den Weg machen und ein Stück Sachsen oder auch ein Stück deutscher Heimat wiederentdecken wollen. Ihr Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Krabat, eine Sage über einen slawischen Helden. Ihr Lieblingsfilm? Ja, mein Lieblingsfilm ist ein französischer, Willkommen Stieß, eine Anekdote über die Normandie. Ihr Wunsch für die Zukunft? Ja, mein Wunsch für die Zukunft ist, dass sowohl meine Familie wie auch ich gesund bleiben und dass dieses Land sich gedeihlich weiterentwickelt zum Wohle aller Menschen in diesem Land.